Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich rede auf meinem Kanal ja sehr viel über das Thema Routine und vor allem auch Morgenroutine. Und heute möchte ich das mal ein bisschen anders machen und euch 5 Fehler in eurer, also in deiner Morgenroutine erzählen und zeigen und dir dann Tipps dazu geben, wie du diese Fehler vermeiden kannst. Denn ich bin auch selbst Opfer dieser Fehler und habe einfach in letzter Zeit gemerkt, dass es nicht gut ist, das so zu machen, wie ich es euch dann erzählen werde. Und möchte euch einfach ein bisschen helfen, eure Morgenroutine da noch ein bisschen zu optimieren. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Der erste Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest, ist direkt am Morgen auf Dinge zu reagieren. Das kann in Form von Social Media sein, also direkt am Morgen ans Handy zu gehen, in Social Media zu gucken. Aber das kann auch sein, wie ich es zum Beispiel oft gemacht habe, ist morgens direkt YouTube zu gucken oder Netflix zu gucken. Und das ist einfach super schlecht aus dem Grund, dass du direkt am Morgen auf Dinge reagierst und sozusagen anderen die Macht gibst, über deinen Tag und über deine Laune zu bestimmen. Denn in dem Moment, in dem du auf Social Media gehst und all diese Posts und Stories von anderen Leuten siehst, bestimmen diese dann ja deine Laune, also wie du dich direkt am Morgen fühlst. Und wie wir auch schon den Spruch kennen, der Morgen macht den Tag, sagt man das so? Ich glaube schon, ist der Morgen einfach sehr, sehr wichtig. Und ich habe persönlich auch selbst die Erfahrung gemacht, wenn ich morgens etwas Schlechtes höre oder sehe oder lese, dann wird mein Mindset auch so in diese schlechte Richtung eher geformt und ich bin den ganzen Tag ein bisschen schlecht drauf. Wohingegen, wenn ich am Morgen etwas Positives höre und mich mit positiven Gedanken am Morgen beschäftige, dass dann der Tag ein bisschen schöner und einfacher wird. Und du hast bei Social Media einfach gar keinen Einfluss, was dir angezeigt wird. Deswegen würde ich dir so empfehlen, morgens nicht direkt auf Social Media zu gehen, in der ersten halben Stunde von deinem Tag. Mach das nicht, das ist nicht gut, das ist nicht hilfreich. Und wir wollen ja selbst bestimmen, wie unser Tag geformt wird und wie unser Mindset am Morgen ist. Und deswegen wäre mein Tipp, dich am Morgen etwas Positives zu beschäftigen. Beispielsweise kannst du morgens, statt auf Social Media zu gehen, morgens Musik hören, die dir Spaß macht und die dir gefällt. Oder du kannst auch positiv Affirmationen anhören. Oder du kannst auch einfach am Morgen direkt an etwas Positives denken, an 3 Dinge, auf die du dich am Tag freust, denken. Oder du kannst auch am Morgen Dankbarkeitstagebuch schreiben und irgendwie 5 Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist und so weiter. Es gibt da so viele Möglichkeiten, die du machen kannst und ich würde das so ans Herz legen. Der zweite Fehler ist, du hast zu viele Aufgaben an einem Tag. Wenn du mehr Aufgaben hast, als du eigentlich erledigen kannst, dann bist du die ganze Zeit nur gestresst und das killt auf jeden Fall deine Produktivität, aber auch deine mentale Gesundheit, würde ich sagen, denn du bist total überfordert, gestresst und das bringt dich eigentlich gar nicht weiter. Ich glaube aber, es ist eine Sache, die jetzt momentan allen ein bisschen schwerfällt, vor allem gerade mit Homeschooling oder Homeoffice generell, da wir oft dann viele Aufgaben bekommen, die uns gar nicht so, die gar nicht so in unserer Hand liegen. Aber ich kann dir da weitere Tipps geben und zwar ist mein erster Tipp, Time Blocking zu machen. Das heißt, wenn du eine To-Do-Liste hast mit den ganzen Dingen, die du heute machen musst, kannst du dir ja versuchen, mal in den Tag einzuplanen. Also wirklich zu sagen, von 8 bis 9 mache ich das, von 9 bis 9:30 mache ich das und so weiter, um zu gucken, ob überhaupt alles in den Tag rein passen würde. Also das ist jetzt mal ein Beispiel, wie Time-Blocking aussehen kann. Ich habe hier oben immer meine Schule, das ist das Rote. Und dann habe ich hier unten noch Dinge, die ich am Nachmittag mache. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Ja. Und ich würde dir auch raten, mehr Zeit einzuplanen, als du wahrscheinlich brauchst. Also wenn du jetzt denkst, für die Matheaufgaben brauche ich 30 Minuten, dann plan 45 Minuten ein. Denn ich kenne das von mir, dass ich mich oft überschätze und denke, ich bin viel schneller, aber in Wahrheit bin ich da doch ein bisschen langsamer. Und ansonsten kann ich dir auch empfehlen, dir 3 Prioritäten für den Tag zu setzen, um einfach nicht so überfordert zu sein, sondern wirklich nur zu sagen, heute möchte ich das, das und das machen. Also nur 3 Prioritäten für den Tag. Es ist ein bisschen schwierig, falls du im Homeschooling bist und dann irgendwie schon 5 Fächer hast und dann 5 Aufgaben für 5 Fächer machen musst. Aber vielleicht kannst du dir sagen, eine Priorität ist dann halt diese Schulsache fertig zu kriegen und dann noch 2 weitere, aber dann nicht 5 weitere Dinge, die du an dem Tag erledigen möchtest. Falls dir das Video ein bisschen gefallen hat, kannst du meinen Kanal sehr, sehr gerne abonnieren und auch die Glocke aktivieren, denn auf meinem Kanal kommt jeden Donnerstag und Sonntag ein Video online zu genau diesen Themen, die ich auch hier erwähnt habe, also Routinen, Fehler in den Routinen, Produktivität, Organisation, Schule auch. Und ich würde mich sehr freuen, dich hier wiederzusehen, bald, also abonniere sehr gerne meinen Kanal. Punkt 3 ist, du hast gar keine To-Do-Liste. Das ist teilweise sogar noch schlimmer als zu viele Aufgaben zu haben, die du aber geplant hast. Denn wenn du einfach gar keinen Überblick hast, was du machen kannst und was du machen möchtest, dann wirst du sehr gestresst sein. Denn wenn du gar keinen Überblick hast und du so grob weißt, was du heute machen musst, verlierst du so schnell den Überblick und verlierst dann auch ziemlich viel Zeit dabei, weil du immer gucken musst, was kann ich jetzt machen und dann musst du vielleicht von der Location zu der Location gehen und du verlierst einfach Unmengen an Energie, Zeit und auch Nerven wahrscheinlich. Und ich habe da 2 Methoden, wie du das ändern könntest. Natürlich erstmal eine To-Do-Liste schreiben, also ganz einfach eine To-Do-Liste schreiben mit deinen ganzen To-Dos für den Tag, also mit den Aufgaben, Termin für den Tag und so weiter. Und mein Tipp wäre dabei noch Time-Batching zu beachten. Time-Batching ist eine Time-Management-Methode.
wie nennt man das? Das bedeutet, dass du ähnliche Aufgaben zusammen machst. Beispielsweise nehmen wir jetzt mal meinen Tag heute. Heute mache ich mein Video drehen, Video filmen. Dann mache ich noch etwas für die Schule machen, am Computer schreiben und so weiter. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, hey, welche Aufgaben muss ich an meinem Laptop machen? An meinem Laptop muss ich heute mein Video schneiden und noch einen Aufsatz für die Schule schreiben. Und dann kann ich diese zwei Aufgaben zusammen batchen. Also sozusagen zur gleichen Stelle an meinem Tag setzen. Beispielsweise 13 Uhr Video schneiden, 14 Uhr dann diesen Aufsatz schreiben. Da muss ich nämlich nicht meine Location verändern. Und ich habe aber nicht so viel Aufwand, mich dann von der einen Aufgabe zur anderen Aufgabe zu bewegen. Und das ist der Sinn vom Time-Batching. Also sozusagen, falls du eine To-Do-Liste hast und weißt, was du machen musst, kannst du das viel einfacher planen. Also wenn du aber nur ganz viele Aufgaben hast, wenn du so Time-Batching machen kannst, du kannst auch deinen Tag ausblocken, also Time-Blocking machen, wie ich schon erwähnt habe. Und du kannst auch viel besser planen. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mindestens eine To-Do-Liste zu haben für deinen Tag, um so einen groben Überblick über deinen Tag zu haben. Der vierte Fehler ist, keine Intention für den Tag zu haben. Das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber falls du ein schönes und erfülltes Leben haben möchtest, ergibt es voll Sinn, auch einen schönen, erfüllten Tag zu haben. Und das kann man meiner Meinung nach voll gut machen, wenn man eine Intention für den Tag hat. Das heißt, du sagst dir morgen, heute wird der Tag gut, wenn. Also wenn das passiert. Oder würde ich nicht so krasse Sachen machen, wie wenn ich 100 Euro auf der Straße finde oder so. Also etwas Unrealistisches, sondern eher eine Sache, die du wirklich in der Hand hast, das zu nehmen. Beispielsweise mache ich oft, heute wird ein schöner Tag, wenn ich meine drei Prioritäten für den Tag geschafft habe. Oder heute ist ein schöner Tag, wenn ich an jemanden denke, den ich mag. Oder heute ist ein schöner Tag, wenn ich jemandem helfe oder irgendwie sowas, also was in deiner Hand liegt. Oder du kannst auch sagen, meine Intention für den Tag ist heute in allen Dingen etwas Positives zu sehen. So etwas. Also kannst du einfach an jedem Tag ein kleines Erfolgserlebnis haben und jeden Tag zu deinem besten Tag zu machen. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig und übertrieben, aber vielleicht versteht ihr, was ich damit meine. Mir hat es nämlich sehr geholfen, eine Intention für den Tag zu haben und ich würde das an jeden von euch auf jeden Fall weitergeben. Der fünfte Fehler ist, dein Zimmer morgens nicht aufzuräumen. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen krass oder denkst so, ich soll jeden Morgen mein Zimmer aufräumen und meine Antwort ist ja. Das mache ich nämlich auch und ich muss sagen, dass es mir einfach sehr geholfen hat, da ich jetzt nie so richtig viel aufräumen muss. Also manche Menschen machen das ja vielleicht so, dass sie einmal in der Woche einen Großputz machen und vielleicht so super viel aufräumen. Ich mache es lieber so, dass ich jeden Morgen und Abend ein bisschen mache und deswegen muss ich nie so einen Tag erlegen, wo ich richtig viel alles aufräume, da ich immer so ein bisschen mache und ich glaube, dass es uns allen sehr helfen, wenn wir einfach immer so ein bisschen machen. Und ich glaube, wir haben alle am Morgen 5 Minuten Zeit und ich stehe halt einfach 5 Minuten früher auf und räume dein Zimmer für 5 Minuten auf. Also räumen die groben Sachen weg und hängen deine Klamotten auf. Jetzt hier in meinem Beispiel, mach dein Bett und so weiter. Also so kleine Aufgaben. Falls dir das Video gefallen hat, kannst du sehr gerne meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns ja mal in einem Video hier mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass du vielleicht morgen schon eine Sache von den hier genannten Tipps integrieren kannst. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, wie das funktioniert hat. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann am Donnerstag hier wiedersehen. Tschüss!